Ich stehe hier mit Arno Alborn, er ist Geschäftsführer der Industria. Herr Alborn, willkommen auf der MIP im Seesend, der Geschäftsführer der Industria, der für das Thema Transaktionen zuständig ist. Das Jahr 24 ist ja schon wieder zu einem Viertel vorbei. Was ist Q1 passiert auf dem Transaktionsmarkt? Gab es da Bewegung? Ja, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir seit Anfang 23 sehen, dass die Märkte sich deutlich abgekühlt haben, dass weniger Eigenkapital eingesammelt wird, auch weniger Projekte umgesetzt werden. Und ja, ich sehe einfach, dass der Redebedarf auf der MIPIM sehr, sehr hoch ist. Viele Gespräche werden geführt, insbesondere mit Projektentwicklern, die immer noch spannende Projekte zum Verkauf anbieten. Und da sehen wir schon auch in den letzten Monaten insbesondere Preisreduktionen, die sich gewaschen haben und durchaus im Bereich von 7, 8, 9 Kaufpreisfaktoren. Und das beschäftigt natürlich insbesondere die Projektentwickler. Okay, dann gucken wir mal auf den Rest des Jahres. Was erwarten Sie da auf dem Transaktionsmarkt, also für in 9 Monaten, die noch vor uns liegen? Also wir gehen sehr stark davon aus, dass wieder auch eine gewisse Belebung im Neubaumarkt stattfinden wird. Wir gehen aber auch davon aus, dass insbesondere zum Sommer hin, Herbst 2024, Immobilienbestände verstärkt in den Markt reingebracht werden, einfach aufgrund von Situation, ich will nicht sagen Notverkäufen, aber durchaus Situationen, wo das ein oder andere Unternehmen sich von Beständen wird trennen müssen. Ja, da fragen wir auf der Expo dann nochmal nach, ob das passiert ist. Vielleicht nochmal zu den Preisen. Sie haben die Korrektur ja schon angesprochen. Geht das noch weiter oder haben wir das Schlimmste schon hinter uns? Ich glaube, dass wir den Großteil hinter uns haben tatsächlich. Wie gesagt, im Bestand bin ich selber neugierig, wie sich das erhöhte Angebot auf die Preise auswirken wird. Im Neubau glaube ich, dass wir im Bereich auf nachhaltige Mieten 21-22-fach die Talsohle erreicht haben. Ganz einfach darum, weil Entwickler nicht unterhalb ihrer Herstellungskosten Projekte anbieten können. Sonst macht es das für die Entwickler letztendlich unwirtschaftlich. Okay. Dann gucken wir nochmal auf die Messe hier. Sind ja schon quasi fast 2 Tage vorbei. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr hier in Cannes? Durchaus positiv, zweckoptimistisch wahrscheinlich. Und von den 20.000 Teilnehmern habe ich jetzt ungefähr 50 sprechen können. Das heißt, ich muss jetzt Gas geben, dass ich die anderen auch noch erreiche bis zum Ende der MIPIM. Okay, Herr Alborn, vielen Dank für diese kurze Einschätzung und erfolgreiche Messe. Dankeschön.